Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist jetzt ein bisschen schade, dass die Grünen und die Koalition sich hier auf eine Sofortabstimmung geeinigt haben. Das scheint sich aus meiner Perspektive für beide Seiten zu lohnen. Für die Grünen, die können sich auf die Schultern klopfen, dass sie die Frage von Pro-Bono-Leistungen im Kontext mit McKinsey und die Well, war das ja eine Weile öffentliches Thema, hier mal irgendwie auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und die CoA, die lehnt das hier heute ab und meint, niemand muss sich dann mehr weiter groß damit auseinandersetzen, sondern meinen die damit, das Thema erledigt zu haben. Dabei lohnte es sich durchaus, das Thema mal für eine intensivere Debatte hier ins Haus zu holen, denn es handelt sich ja bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch private, kommerziell organisierte und orientierte Unternehmen nicht um irgendeine Kleinigkeit, sondern es ist ja durchaus mal irgendwie eine spannende Geschichte. Wenn eine international tätige Unternehmensberatungsgesellschaft anbietet, für lau zu arbeiten, dann gehört das natürlich erstmal nicht zur Leistungsbeschreibung. Und so oder so wird sie ihren Anteilseignern oder Aktionären erklären müssen, warum sie das tut. Weil wenn sie die Maßstäbe, die sie selber anlegt, wenn sie andere berät, zugrunde legt, dann werden die Bilanzen durchgegangen und da wird geguckt, irgendwie, was hat man bekommen, was hat man ausgegeben. Wenn man das ernst nimmt, dann ist sie ihren Eigentümern rechenschaftspflichtig, weshalb die Beratungsleistung A oder das Gutachten B oder der Masterplan C oder die Betriebsprüfung D in den Büchern mit Ausgaben, Personal und was auch immer, aber nicht mit Einnahmen verzeichnet ist. Und wenn mir jetzt jemand erzählen will, das täten die als Mäzene wegen der Reputation oder weil ihnen die Stadt so sehr am Herzen liegt oder weil sie sich mit der Heilsarmee verwechseln, da kann ich nur sagen, träumt weiter. Da stellt sich dann also die Grundfrage, wollen wir das überhaupt und wann wollen wir das? Dass private Unternehmensberatungen, Dienstleister oder andere für lau der Stadt etwas an Dienstleistungen erbringen. Ist das richtig und gut, solche Pro-Bono-Leistungen einfach so in Anspruch zu nehmen? Ich habe da meine Zweifel und ich war überhaupt erstaunt, als ich davon gehört habe, dass private Unternehmensberatungen hier beim Land Berlin so in Pro-Bono-Leistungen erbringen. Da gibt es ja dann noch Folgefragen. Wie ist es mit dem Einblick, dem Wissen, den Kenntnissen, die Sie in dieser Sphäre erwerben, in der öffentlichen Sphäre? Wo es auch um öffentliches Wissen geht, wo es auch um öffentliches Know-how geht. Wie ist es, und darauf rekurriert der Antrag der Grünen ja, mit der Monopolisierung von Kompetenzen, die im Wettbewerb dann möglicherweise später ungerechtigt Vorteile gegenüber anderen Bietern bringen? Ich meine, dieser Masterplan, lieber Kollege Behrendt, da habe ich irgendwie eine Differenz zu Ihnen. Ich habe mir das Ding angeguckt und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum diesen Kram, der da aufgeschrieben worden ist, nur und ausschließlich McKinsey alleine kann. Ich glaube, das kann jeder und selbst meine Fraktion hat einen besseren Plan auf den Tisch gelegt, den wir gemeinsam mit dem ehemaligen Integrationsbeauftragten schon vor einem Jahr erarbeitet haben. Und warum das Ganze dann auch noch 200.000 Euro kostet, da stellt sich natürlich dann schon die Frage, wird da irgendwas bezahlt, was vorher als Pro-Bono-Leistung erbracht wurde oder so? Dadurch entstehen ja erst die offenen Fragen. Dann kommt dazu, wie ist es mit Gewährleistungsansprechen für schlechte oder Nichtleistungsfälle? Also kann ja sein, dass man da irgendwie was reinschreibt in Verträge, auch wenn es kein Geld zurückgibt. Aber ich bin mir immer noch bewusst, in meiner Erinnerung ans Zivilrecht, dass bei Schenkungen andere Regelungen gelten, als wenn ich entgeltliche Dienstleistungen entgegennehme. Wie verhält sich das damit eigentlich? Also das muss man ja irgendwie mal geklärt haben. Und schließlich, wie schließen wir aus, dass es sich dabei quasi um sowas wie Zuckerfallen handelt, die schleichend zum Kompetenzverlust in der öffentlichen Hand führen? Weil man das immer weiter rausverlagert, immer mehr andere machen lässt und deswegen das eigene Personal so Stück für Stück verschwinden lässt oder umgekehrt eben zum Abbau von öffentlichen Kompetenzen. Und das ist ja beim Berliner öffentlichen Dienst keine völlig absurde Vorstellung. Also man sollte sich schon mal irgendwie Rechenschaft ablegen über die Interessenlagen, die hier existieren. Welche Interessen verfolgen solche Akteure, wenn sie kommen und sagen, wir lieben unsere Stadt und deswegen wollen wir kostenlos für sie arbeiten? Das ist das Minimum, dass man sich über diese Interessen Rechenschaft ablegt. Und das gibt es ja in größeren Maßstab auf der Bundesebene auch. Es gibt dieses Leihmanagement in Ministerien, wo Leute dann mal für lau irgendwie eine Weile in einem Bundesministerium arbeiten. Und da stelle ich mir dann immer die Frage, dient das wirklich dem Kompetenzerwerb in den Ministerien oder verfolgen da nicht solche Akteure dann andere Interessen, indem sie, wenn sie die Gesetzentwürfe schreiben, die ihre Branche betreffen, dann gleich noch mit dafür sorgen, dass quasi die von allen legitimierten Gesetze aber am Ende dann doch nur ihren Interessen dienen. Das sind Fragen und die Debatten hatten wir hier im Parlament auch schon. Gerade in Krisen stellt sich die Frage und da sind dann Transparenzfragen, Lobbyismusfragen, Interessensverquickungsfragen berührt. Ich glaube, die Antwort darauf kann nicht einfach ein Karenzzeitbeschluss sein, noch zumal, wenn er mit sehr, sehr vagen Formulierungen und Worten beschrieben ist, warum eigentlich 6 Monate? Und was heißt jetzt hier dieser enge Zusammenhang? Da schreiten wir uns ja in der Die Well-Frage gerade drüber, ob es da diesen Zusammenhang überhaupt gibt oder nicht gibt. Also da sagen die einen das, die anderen das. Da scheint mir die Bindungswirkung nicht besonders groß zu sein. Es ist irgendwie mehr oder weniger ein Schnellschuss.
Sie haben das Problem angetippt, aber Sie haben das Problem eben nur angetippt. Ich finde, die Sensibilität dafür befördern, dass es da ein Problem gibt und weiter nach Wegen suchen, dass man verhindert, dass sich hier private Interessen in der öffentlichen Sphäre Bahn brechen, ohne dass es darüber Kontrolle und Transparenz gibt. Das ist die Herausforderung. Und das hätte es gelohnt, diesen Antrag im Ausschuss ein bisschen intensiver zu behandeln, sich mit dem Thema insgesamt im Ausschuss ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Wir können uns da heute nur enthalten.